putzt hier auch immer Samstagmorgen, jetzt ist schon wieder Mittag, das Gefühl, der halbe Tag ist rum, egal, muss ich noch einkaufen. Vielleicht später Badentreffen in Nürnberg, ist ein richtig cooles Musikevent, sehr viele Leute und das Wetter passt auch, so wie ich sehen kann. Pfandrückgabe, 28 Flaschen oder so, 8 Euro, die verfresse ich jetzt gleich mal bei einem Burger, bei Hempis Burger, einem der besten in Nürnberg, meiner Meinung nach. Ja, ich war auf einem Barbecue Burger und was ich cool finde außen ist dieses Vogelhaus hier. Das ist nämlich eigentlich kein Vogelhaus, das ist ein Lautsprecher, wird man aufgerufen. Coole Idee. Sehr versteckt. Erstmal bin ich voll erschrocken, als da mein Name rauskam. Martin, Michi. Also, was ich mittlerweile gelernt habe, ist den Stab so lang wie möglich drin lassen. Sehr lecker, sehr lecker. Jetzt muss ich los, es ist um 13:30 und um 2 kommt ja diese Sendung, diese 1080 Nerds Corp mit Landwirtschaftssimulator FarmCon. Yeah, muss noch schnell einkaufen, dann schalte ich mir das an und dann der restliche Tag frei. Oh Mann, das war jetzt wieder einer dieser Supermarkt-Trips, wo ich mir einfach nur Steuerung F wünsche, dass ich irgendwas suchen könnte. Ich habe wieder ewig die Margarine gesucht, Mann. Ah ja. Ich muss euch was zeigen. Seht ihr den Lauch? Den hat jemand von uns hier reingelegt und der ist ein bisschen lang und jetzt hängt der hinten fest und ich kann anziehen, was ich will und er kommt nicht mehr raus. Sehr gut gemacht! Yay! Öffne YouTube. Dr. Freud. Ah, da ist es ja. Sag mal, Jungs, worüber wollen wir in der Folge diese Woche eigentlich quatschen? Ja, ist cool geworden, gefällt mir. Genug ausgeruht, die Bea ist mittlerweile auch da. Und wir haben uns die Bands angeschaut vom Badentreffen. Und da sind ein paar, die ganz cool ausschauen oder klingen. Also gehen wir jetzt in die Stadt. Wie heißt die erste Band nochmal? Black Scream. Lachscreme. Lachscreme. Vamos. Gemma. Es stehen einige kleinere Musiker rum und dann gibt es eben die großen Bühnen und heute Abend wird garantiert noch mehr hier los sein. Zum Kulturgarten. Da klingt es gerade ein bisschen nach Techno, aber es soll ja eigentlich Isolation Berlin gleich spielen. Oh, da sieht es voll aus. Ja, da werden wir ein bisschen anstehen, Bea. Es geht ineinander. Vor 20 Minuten. Ich kann es nicht glauben, dass du Kaffee trinkst bei der Hitze. Isolation Berlin ist ausgefallen. Wir haben es erst nach einer halben Stunde gemerkt. Aber haben Bier getrunken und Schweinenackensteak gegessen. Frisch gestärkt zum Hauptmarkt. Katharinenruine, glaube ich, ne? This is not a lot! It's not a lot! What is going on? It's not a lot! What is going on?
world. Oh, but until then. Ja, Katharinenruine war auch ein bisschen voll, aber Bea hat äthiopisches Essen gefunden. Und es sieht ganz lecker aus. Was ist das? Linsen? Und jetzt sind wir wo? Bei der Insel Schüt. Da drüben kann man Krokodil essen, aber leider habe ich halt schon meinen Magen voll gehauen. Jetzt geht's los hier, jetzt geht's los. Der Mann, der immer alles dabei hat. Ja, weil ich gerade vom Picknick komme. Und normalerweise nach 5 Minuten zum Bluten anfängt. Wegen irgendwas. Heute noch nicht. Es ist dunkel. Prost. Jetzt wird es gleich dunkel. Wir stoßen nochmal an. Prost. Gute Nacht.